Ja, erstmal herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich werde einen Vortrag über das Thema meiner Masterarbeit halten. Der Titel ist Die Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeiten auf die Aufteilung der unbezahlten Arbeit, so etwas wie Kinderbetreuung oder Hausarbeit in Paarbeziehungen. Genau, und die Gliederung für die nächsten 20 Minuten sieht wie folgt aus. Erstmal möchte ich euch sozusagen die Motivation und den Hintergrund meiner Fragestellung erläutern. Dann werde ich im Anschluss daran ökonomische und kulturelle Theorien der Arbeitsteilung erläutern und dann eben, naja, der klassische Aufbau, die verwendeten Methoden, meine Operationalisierung und mein empirisches Vorgehen erläutern. Und daran schließt sich dann der Ergebnispart an. Und abschließend werde ich meine Ergebnisse interpretieren und das nochmal so an den Eingang angliedern. Und im Anschluss daran freue ich mich dann auf eure Fragen und Gedanken. Genau, also zu der Frage, wie kam ich überhaupt zu meiner Forschungsfrage? Es ist so, immer häufiger verwenden oder empfehlen politische Institutionen wie zum Beispiel die Europäische Kommission oder auch deutsche Ministerien flexible Arbeitszeiten oder flexible Arbeitszeitarrangements als eine Möglichkeit, eben Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Geschlechtergerechtigkeit bezieht sich in dem Zusammenhang einerseits auf, dass Erwerbsquoten von Frauen gesteigert werden können, also Flexibilität als ein Anreiz für Frauen, Erwerbsarbeit aufzunehmen. Andererseits aber auch auf die Sphäre sozusagen, dass die Bereiche Arbeit und Familie besser miteinander kombiniert werden können. Genau, und da möchte ich euch einmal ein kleines Zitat vorlesen. Und zwar schreibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Flexible Arbeitszeitmodelle und flexible Formen der Arbeitsorganisation verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeitsanforderungen mit privaten Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Das heißt, hier sehen wir eine sehr positive Idee von Flexibilität. Es gibt eben den Angestellten viel Möglichkeit für Verbesserung oder eben einfach das Leben, ja, besser in Einklang gebracht werden kann. Genau, dann ist es eben nicht nur so, dass diese Institutionen das empfehlen, sondern auch Unternehmen immer häufiger flexible Arbeitszeitmodelle als Strategie verwenden, um familienfreundlich zu sein, aber eben auch auf der anderen Seite ganz gezielt die Leistungsfähigkeit und Loyalität der Angestellten zu erhöhen. Genau, dann nochmal vielleicht ein bisschen zurück auf den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Und zwar ist es so, dass die flexiblen Arbeitszeitarrangements, wie schon angedeutet, eben Paaren auch die Möglichkeit bieten, die bezahlte und die unbezahlte Arbeit neu zu organisieren. Das sind vor allem so Sachen wie Sachen, die zeitinvariat sind, die Kinder zum Beispiel um 16 Uhr vom Sport abzuholen. Das könnte jetzt die Person, die flexible Arbeitszeiten hat, übernehmen und genau, es kommt zu einer Neuaushandlung der Arbeitsteilung. Nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, wie sich denn so die Hausarbeitsteilung und Erwerbsquoten in den letzten Jahren entwickelt haben, sehen wir hier, also die blaue durchgezogene Linie, das sind die Erwerbsquoten der Männer, die gestrichelte die der Frauen. Und unten sehen wir einmal den Anteil an der Hausarbeit und Kinderbetreuung der Männer. Und was wir hier sehen können, in den letzten Jahren hat sich sozusagen das Niveau der Erwerbsquoten der Frauen immer mehr an das der Männer angeglichen. Also wir haben jetzt hier circa noch einen Unterschied von 10%. Allerdings entwickelt sich sozusagen der Anteil an der Hausarbeit der Männer wesentlich langsamer. Wir fangen hier ungefähr an bei 31% und enden so bei 38%. Und das steht eben nicht wirklich in einem Verhältnis zueinander. Genau. So. Deshalb möchte ich erstmal festhalten: Wir sehen, flexible Arbeitszeitarrangements werden erstens immer häufiger von Unternehmen als eine familienfreundliche Strategie eingesetzt. Sie werden von politischen Institutionen empfohlen. Erwerbsquoten haben sich immer weiter angenähert von Männern und Frauen. Allerdings übernehmen Frauen immer noch einen Großteil der unbezahlten Arbeit. Genau. Und letztendlich, theoretisch bieten diese flexiblen Arbeitszeiten den Paaren die Möglichkeit, dies neu zu gestalten. Und deshalb komme ich sozusagen zu der Fragestellung: Führen flexible Arbeitszeitarrangements tatsächlich zu einer geschlechtergerechteren Aufteilung der unbezahlten Arbeit in Paaren? Genau. So als theoretische Basis
hatte ich schon gesagt, greife ich auf die Theorien der Arbeitsteilung zurück. Das lässt sich grob untergliedern in die Gruppe der ökonomischen Theorien und in die der kulturellen Theorien. Und ich fange erstmal mit den ökonomischen Theorien an. Hier möchte ich mich sozusagen aus Zeitgründen eigentlich einfach nur auf Becker beschränken. Er gilt so als der prominenteste Vertreter unter den ökonomischen Theorien. Er betont sozusagen, dass der Nutzen des Haushalts durch Spezialisierung der PartnerInnen maximiert werden kann. Jetzt ist es so, dass er sagt, dass die Person, die einen komparativen Vorteil in einer dieser Sphären hat, also wir haben einmal die Sphäre der bezahlten Lohnarbeit und der unbezahlten häuslichen Arbeit, sich auf diesen spezialisiert. Nehmen wir mal den Fall, dass sozusagen angenommen, eine Person hat ein höheres Einkommen, hat einen höheren Bildungsabschluss und bessere Karrierechancen, dann würde sozusagen der Theorie folgend erwartet werden, dass die Person sich eben auch auf die Sphäre der bezahlten Arbeit spezialisiert. Die andere Person dann auf die unbezahlte Arbeit. Jetzt möchte ich so einen kleinen Kritikpunkt rausnehmen. Ich weiß, die Theorien haben viele, oder vor allem die ökonomische Theorie, eine große Bandbreite an Kritik. Heute beschränke ich mich aber nur auf das Phänomen, was die Theorie eben nicht erklären kann. Und zwar, wenn Frauen eben die Hauptverdienerinnen sind oder einfach mehr verdienen als die Männer, dass Frauen dennoch den Großteil der Hausarbeit oder der unbezahlten Arbeit übernehmen. Genau, und das entspricht eben nicht der Logik der ökonomischen Theorie. Genau, dieses Phänomen lässt sich hingegen mit kulturellen Theorien erklären. Allgemein haben die erstmal sozusagen die Grundlage, dass sie sagen, dass die unbezahlte Arbeit oder Hausarbeit als eine Möglichkeit von Individuen gesehen wird, um sich einer Kategorie oder einer Geschlechtskategorie zuzuordnen und dies auch der Umwelt mitzuteilen. Und darüber hinaus, dass sie sich auch entsprechend dieser Rollen verhalten können. Genau, jetzt sozusagen Gesetz der Fall, wir leben in einem Land mit immer noch eher traditionellen Rollenvorstellungen. Es ist so, dass Hausarbeit eher als weiblich konnotierte Arbeit gilt und dem Mann die Rolle des Versorgers zugeschrieben wird. Jetzt kann man mit der Kompensationshypothese nach Bryans sozusagen gehen, um dieses beschriebene Phänomen sozusagen zu erklären. Und Bryans sagt, dass sozusagen in Paaren, in denen die Frau mehr verdient als der Mann, dieses Paar oder insbesondere der Mann eben das kompensiert, indem er eben nicht die unbezahlte Arbeit übernimmt, um seine eigene Identität sozusagen zu schützen und ja, die weiter aufrechtzuerhalten. Genau, das erstmal so grob als theoretische Basis. Jetzt möchte ich nochmal zu der Frage zurückkommen, was können wir denn erwarten, wenn jetzt tatsächlich ein Wechsel von festen zu flexiblen Arbeitszeiten vorliegt? Also was passiert, wenn zum Beispiel der Partner von festen zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt? Und hier können wir auch wieder davon ausgehen, grundlegend ist die Idee, dass die Person, der Partner, in dem Fall die neu gewonnene Flexibilität nutzt, um sie in die Sphäre, in die er schon eben spezialisiert ist, weiter auszubauen. Genau, wenn das jetzt alles nach traditionellen Rollenvorstellungen geht, können wir davon ausgehen, dass der Mann dann eben die neu gewonnene Flexibilität weiter in die Lohnarbeit investiert und mit dem Verhalten entspricht er auch eben diesen Rollenvorstellungen als Versorger. Genau, das heißt, ich kann die Hypothese aufstellen, wenn der Partner von festen zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt, wird keine Änderung in der Aufteilung der unbezahlten Arbeit erwartet. Genau, jetzt können wir uns nochmal anschauen, was passiert, wenn die Partnerin von festen zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt. Genau, also wieder der Fall, wir haben traditionelle Rollenvorstellungen. Wird erwartet, dass die Partnerin sozusagen auch in die Sphäre der unbezahlten Arbeit investiert, um eben ihrer Rolle als Mutter, Frau, Partnerin sozusagen gerecht zu werden. Das gilt eben auch mithilfe der kulturellen Theorien, wenn sozusagen die Frau die Hauptverdienerin ist. Genau, und sozusagen die Hypothese habe ich vergessen. Das heißt, ich stelle die Hypothese auf, wenn die Partnerin von festen zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt, wird eine geschlechterungerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit erwartet. Genau, um die jetzt zu testen, möchte ich euch meine verwendeten Daten vorstellen. Genau, es handelt sich um eine quantitative Arbeit
Und zwar habe ich die Daten des sozioökonomischen Panel verwendet. Das ist eine Langzeitstudie, die gibt es ungefähr seit, oder nicht ungefähr, die gibt es seit 1984. Die beinhaltet, also was das Besondere ist, die begleiten sozusagen Personen jedes Jahr und wir haben sozusagen einen langen oder einen großen Ausschnitt aus Lebensphasen, können Erwerbsbiografien zum Teil auch nachverfolgen. Genau, und die befragt eben auch jede Person in einem Haushalt, was eben möglich macht, dass ich sozusagen auch PartnerInnen tatsächlich betrachten kann. Genau, für meine Analyse betrachte ich den Zeitraum von 2003 bis 2017, weil das der Zeitraum ist, in dem die entsprechenden Variablen vorhanden sind. Genau, das heißt, mein Sample letztendlich besteht aus zusammenwohnenden heterosexuellen Paaren. Die sind in dem Beobachtungszeitraum zwischen 18 und 64 Jahren alt und mit den Restriktionen komme ich auf 1201 Paare und für 6% können wir sozusagen einen Wechsel von festen zu flexiblen Arbeitszeiten beobachten. Das gestaltet sich so, dass wir in 361 Paaren, dass die Partnerin wechselt und in 381 Paaren der Partner. Genau, um nochmal so ein bisschen zu visualisieren, was mein Vorhaben ist, habe ich so ein fiktives Beispiel vorbereitet. Genau, das ist sehr verkürzt. Aber gut, wir haben hier sozusagen einmal zwei Jahresausschnitte. Wir sehen sozusagen in der linken Haushälfte die Individualcharakteristika von Anna, der Partnerin, mit dem Partner Max auf der rechten Hausseite. Und eben oben im Dach haben wir die Paar- oder Haushaltscharakteristika. Hier möchte ich einmal sozusagen drauf eingehen. Wir haben ein Paar, beide arbeiten Vollzeit. Im Jahr 2010 verbringt Anna 5 Stunden im Haushalt oder mit unbezahlter Arbeit, Max 4. Das Ganze führt dann sozusagen zu einem Anteil von Anna an der unbezahlten Arbeit von 55%. Genau, jetzt schauen wir 2 Jahre später wieder zu dem Paar und wir sehen, okay, Anna berichtet, sie hat flexible Arbeitszeiten. Bei Max ist im Endeffekt alles gleich geblieben, beide sind 2 Jahre älter geworden und jetzt arbeitet sie anstatt 5 Stunden, 6 Stunden im Haushalt oder in der unbezahlten Arbeit. Die Zeit, die Max mit unbezahlter Arbeit verbringt, ist gleich geblieben. Das heißt, dass sich über diese Zeit der Anteil von Anna an der Hausarbeit um 5% gestiegen ist. Genau, und das ist im Prinzip, was ich anschauen möchte. Was passiert, wenn eine Person wechselt und die andere gleichbleibende Arbeitszeitarrangements berichtet. Genau. Ja, nochmal so ein bisschen zu der Operationalisierung, wie das denn jetzt tatsächlich genau erfragt wurde. Hier haben wir einmal die Zeitverwendung, da wird halt eben jede Person im Haushalt befragt, wie viele Stunden verbringen sie an einem durchschnittlichen Werktag mit den folgenden Tätigkeiten. Und das ist grob aufgeteilt in Erwerbsarbeit, Ausbildung, unbezahlte Arbeit und eben auch Hobbys oder sportliche Aktivitäten. Genau, und als unbezahlte Arbeit oder definiere ich die orange hinterlegten. Das sind einmal Besorgungen, Hausarbeit, Kinderbetreuung, die Versorgung und Betreuung von pflegebedürftigen Personen sowie Reparaturen im Haus und Wohnung und Gartenarbeit. Genau, und den Anteil an der unbezahlten Arbeit hatte ich schon erwähnt, wird über sozusagen die Stunden der unbezahlten Arbeit der Partnerin geteilt durch die gesamt unbezahlten Stunden des Paares. Genau. Die flexiblen Arbeitszeitarrangements werden im SOP durch 4 Kategorien erfasst. Und hier auch wieder nehme ich eine Kategorisierung vor. Das heißt, die ersten beiden, also fester Beginn und festes Ende der täglichen Arbeitszeit, sowie die vom Betrieb festgelegte, aber möglicherweise wechselnde Arbeitszeiten pro Tag als feste Arbeitszeiten. Als flexibel definiere ich erstmal dieses keine formellen Regelungen, lege Arbeitszeit selbst fest, so ein bisschen als Arbeitszeitautonomie kann man das zusammenfassen und der andere Punkt Gleitzeit mit Arbeitszeitkonto und einer gewissen Selbstbestimmung über die tägliche Arbeitszeit. Genau, jetzt will ich auch mal schauen. Ah ja, jetzt kommen wir tatsächlich schon zu den Ergebnissen. Zunächst, genau, ich hatte ja schon erwähnt, ich habe schon viel geredet, dass ich quantitativ vorgegangen bin. Zunächst möchte ich einmal noch mal so einen kurzen Überblick geben über die deskriptiven Ergebnisse, also wie tatsächlich die unbezahlte Arbeit im SOP oder in meinem Sample verteilt ist und eben auch die Arbeitszeitarrangements. Genau, und bei den Arbeitszeitarrangements sehen wir insgesamt, dass
60% der Personen in meinem Sample feste Arbeitszeiten berichten, ungefähr 40% haben flexible Arbeitszeiten. Generell können wir sagen, dass bei Frauen feste Arbeitszeiten häufiger vertreten sind als bei Männern. Und auch können wir sagen, dass abgesehen bei Frauen eigentlich die flexiblen Arbeitszeiten ungefähr gleich verteilt sind. Also es schlägt jetzt nicht so krass raus, ob Arbeitszeitautonomie oder Flexibilität häufiger vertreten ist. Genau. Dann zu der Entwicklung von der unbezahlten Arbeit von Männern und Frauen im Zeitverlauf. Erstmal ein bisschen zur Erläuterung. Die durchgängigen Linien sind die unbezahlte Arbeit der Frau, die gestrichelten die der Männer. Ich habe das eben einfach mal nach diesen Kategorien aufgeteilt, um ein bisschen anzuschauen, okay, wie sieht das eigentlich genau aus? Insgesamt können wir sagen, dass Frauen im Schnitt ungefähr 5 Stunden mit unbezahlter Arbeit am Tag verbringen, Männer dahingegen 3. Genau, was wir hier als allgemeinen Trend sowohl für Männer als auch Frauen festhalten können, ist, es kommt zu der Tendenz, dass die Anzahl der unbezahlten Arbeit generell sinkt. Also zum Beispiel, wir starten hier bei 2,5% in Haushaltsarbeit und es endet dann so auf einem Prozent, auf ungefähr 2%. Ja, diese Linien sind leider nicht so, die Orientierungshilfen sind leider nicht mit abgetragen. Genau. Dann möchte ich einmal was zu diesem Sprung im Jahr 2010 sagen, zu der Kinderbetreuung. Das lässt sich erklären, nicht weil auf einmal ganz viele Leute entschieden haben, ich möchte meine Kinder selbst betreuen, sondern weil im SÖP das neue Sample hinzukam, Familien in Deutschland, was vor allem aus Alleinerziehenden besteht. Das heißt, wir können auch sehen, wir können den Anstieg auch bei Männern sehen, allerdings fällt er nicht so groß aus wie bei Frauen. Genau, dann nochmal auch so als ganz interessanter Befund, die einzige Kategorie, in der Männer mehr Zeit mit unbezahlter Arbeit verbringen als Frauen, ist die Kategorie der Reparaturen und der Gartenarbeit. Auch so ein bisschen könnte man sich auch mal überlegen, welche Qualität der unbezahlten Arbeit, über die man da so generell spricht. Ja. So, jetzt tatsächlich zu den Ergebnissen der Fixed-Effects-Analysen. Erstmal zur Erklärung, wie man diese Tabelle so lesen kann. Wir betrachten uns jetzt im ersten Fall den Wechsel der Partnerin zu flexiblen Arbeitszeiten. Und genau, ich habe das so gemacht, dass ich immer erstmal geschaut habe, wie verändern sich denn überhaupt die absoluten Stunden und dann sozusagen den Anteil. Und wir sehen hier manchmal, dass es so Minus, Plus, Plus, Minus gibt. Das liegt daran, dass sozusagen jede Spalte hier eigentlich 6 verschiedene Regressionsmodelle wiedergibt, weil ich die Variablen sozusagen hierarchisch linear hinzugefügt habe. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ersten Minus haben, in den ersten Modellen, wenn nur die ersten 2 Variablen da waren, konnten wir sehen, dass die Wechsel sozusagen zu einer Reduktion der absoluten Stunden führt, aber dann im Verlauf eher zu einer positiven, also zu einer Erhöhung. Genau, das erstmal so als Hintergrund. Ich möchte bei der Tabelle 3 Variablen rausgreifen. Das ist natürlich erstmal die hauptunabhängige oder erklärende Variable, der Wechsel zu flexiblen Arbeitszeiten. Und zwar können wir hier für die absolute unbezahlte Arbeit der Frau keinen eindeutigen Effekt finden. Bei Männern haben wir die Tendenz, also wenn die Partnerin zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt, dass der Partner seine absoluten unbezahlten Stunden reduziert. Das Ganze ist nicht signifikant. Und im Ergebnis führt das wieder in dem Anteil der Frau an der unbezahlten Arbeit dazu, dass diese eben wieder steigt. Genau. Dann zu der zweiten Variable, die ich hervorheben möchte. Und das ist der Jobwechsel der Frau. Also wenn die Partnerin angibt, in dem Jahr eben den Arbeitgeber gewechselt zu haben, sehen wir interessanterweise, dass die absolute unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen steigt. Das finde ich ganz interessant und ich kann mir das nur so, naja, durch Überlegungen erklären momentan. Und meine Idee ist so ein bisschen, es könnte einerseits sein, dass dieser Arbeitswechsel möglicherweise dazu führt, dass die unbezahlte Arbeit oder generell die Struktur des Haushalts eben sich neu organisieren muss und das vielleicht übergangsweise tatsächlich zu einer Erhöhung der unbezahlten Arbeit für beide PartnerInnen kommt oder möglicherweise, dass durch diese neue Situation sie eher einfach nur als mehr wahrgenommen wird und sie vielleicht tatsächlich gar nicht steigt. Genau,
Das dritte Ergebnis ist die Variable Kind unter 7 Jahren im Haushalt. Und hier sehen wir, dass sowohl für Männer als auch Frauen eben die unbezahlte Arbeit steigt. Was ich an der Stelle vor allem betonen möchte, ist immer so dieses Zusammenspiel. Wie wirken denn sozusagen die unbezahlten absoluten Stunden von der Partnerin und des Partners insgesamt dann in diesem Anteil zusammen? Und da möchte ich eigentlich vor allem darauf verweisen, dass es auch wichtig ist, sich nicht nur Anteile an sich anzuschauen, sondern eben auch die absoluten Werte mit zu betrachten. Genau. Dann kommen wir zu dem Wechsel des Partners. Hier auch wieder ähnlicher Aufbau der Tabelle. Was passiert, wenn er jetzt zu flexiblen Arbeitszeiten wechselt? Im Endeffekt kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Wir haben sehr viele Vorzeichenwechsel. Das heißt, wir können keinen eindeutigen Befund irgendwie hier festlegen, was eigentlich auch mit der Hypothese so ein bisschen übereinstimmt. Also es verändert sich nicht wirklich was, weil das auch wieder fragwürdig ist, dass man das testen kann. Aber gut. Genau. Und dann möchte ich aber die Aufmerksamkeit auf den Interaktionseffekt legen. Und zwar, das heißt, also wenn der Partner angibt, in einem Jahr flexible Arbeitszeiten zu haben oder bekommen zu haben und angibt, den Arbeitgeber gewechselt zu haben, dann sehen wir hier, dass die Partnerin ihre Stunden im Haushalt verringert und dass wieder insgesamt tatsächlich auch die Effektgröße ist, also der Koeffizient ist relativ groß, auch tatsächlich zu einer Verringerung des Anteils der Frau an der unbezahlten Arbeit führt. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Ergebnis, was mich eigentlich vor allem so ein bisschen darüber nachdenken lässt, was sagt dieser Interaktionseffekt, wie kann man das interpretieren. Meine Idee ist so ein bisschen damit abzugreifen, ob es sich vielleicht um intendierten Wechsel des Partners handelt, also sozusagen vielleicht aus der Motivation heraus, ich möchte flexible Arbeitszeiten haben, wechselt die Person den Job, möglicherweise auch um die unbezahlte Arbeit neu aufzuteilen. Aber das ist natürlich auch mit einem sehr großen Fragezeichen versehen. Genau, das ist eigentlich auch ein Hauptproblem meiner Analyse, dass ich leider nicht wissen kann, ob die Person selbst flexible Arbeitszeiten haben wollte oder ob sie sie einfach aus irgendwelchen Gründen bekommen hat. Genau, dann möchte ich einmal die Ergebnisse zusammenfassen. Dann sind wir auch eigentlich schon am Ende meines Vortrags. Genau, wir können einmal sozusagen auf die Hauptforschungsfrage beantworten. Flexible Arbeitszeitarrangements führen erstmal per se nicht zu einer geschlechtergerechteren Aufteilung, wie es zum Beispiel von politischen Institutionen gesagt wird. Wir können sehen, dass bei einem Wechsel der Partnerin zu flexiblen Arbeitszeiten sich in der Tendenz die Aufteilung eher geschlechterungerechter gestaltet. Bei einem Wechsel des Partners sehen wir eigentlich nicht wirklich was. Allgemein konnte ich mit meinen Ergebnissen feststellen, dass wir die Zeitverfügbarkeitstheorie bestätigen können. Das heißt also, je mehr ich mit bezahlter Arbeit verbringe, desto weniger verbringe ich mit unbezahlter Arbeit, einfach weil der Tag nur 24 Stunden hat. Genau, und dann zu dem zu dem Punkt, genau, Kinder erhöhen generell sowohl für die Partnerin als auch für den Partner die Anzahl der unbezahlten Stunden, hat aber keine Auswirkung auf den Anteil der Frauen an der Hausarbeit. Genau, da möchte ich nochmal mit dem Punkt des Interaktionseffekts sozusagen schließen. Das heißt, wir können sehen, eine geschlechtergerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit sehen wir, wenn der Partner Wechsel zu flexiblen Arbeitszeiten und einen gleichzeitigen Jobwechsel hat. Und das führt mich eigentlich so ein bisschen zu einer ein bisschen Metaebene, sozusagen, welche Rollen haben eigentlich kulturelle Normen und was bringt es eigentlich, tolle, neue, innovative Strategien zu entwickeln, diese zu implementieren, wenn wir aber im Endeffekt gar nicht wissen, ob die Menschen überhaupt bereit sind, die umzusetzen. Also was bringt das eigentlich? Genau. Und damit möchte ich erstmal meinen Teil schließen.